nicht beeindruckt hat. Nein, natürlich nicht, aber das habe ich heute aber auch nicht erwartet. Robert macht dann auch noch ein bisschen, wir machen ein Showtraining, das können wir groß zeigen, genau. Ja, das war's. Also auf jeden Fall, wir hatten eine Top-Vorbereitung, freuen uns auf Arthur, endlich mal ein Gegner, der nicht vorher abspringt. Wir hoffen das natürlich nie noch in den letzten Tagen. Da hatten wir letzte Zeit immer alle Pflichter und Herausforderer aber abgesagt. Arthur kommt am Samstag, ja, darauf freuen wir uns. Genau, jetzt wollen wir trotzdem was von euch sehen. Du bereitest jetzt kurz, ziehst ihm die Handschuhe an, er wartet schon noch nicht. Dirk James hat es gerade gesagt, es gibt so viele Weltmeister, die den Herausforderern, den vor allen Dingen Pflichtherausforderern, die von den Weltverbänden umgesetzt werden, davonlaufen. Bei Roberts Fall ist es genau umgekehrt. Robert stellt sich einem Gegner, der ist die Nummer 1 der Rangliste, der soll gegen ihn boxen. Und manchmal 2 Wochen vorher, manchmal 6 Wochen vorher, bekommt er plötzlich die Nachricht, Edgy Badge, du musst dich auf einen neuen Mann entscheiden. Also es ist höchst selten, dass das im Boxsport passiert. Wir sind jetzt natürlich besonders stolz, dass am jetzigen Samstag dieses dann endlich stattfindet. Ein Pflichtherausforderer steht im Ring. Auch eine Besonderheit in den letzten 2 Jahren für unseren SES-Boxer Robert Stieglitz. Und jetzt sind so langsam auch die Tapes fertig. Geben ein bisschen Musik drauf, wenn jetzt die Handschuhe angezogen werden. Wollen wir ein bisschen hier Stimmung in die Bude bringen. Auch wenn es warm ist, soll es ja unterhaltsam sein, dieses öffentliche Training. Wir haben mal ein paar Worte auch von den Teammitgliedern gehört, denen muss man glauben oder auch nicht. Robert ist eine Person, die eben ein besonderer Sympathieträger ist. In seiner Stadt Magdeburg sowieso, in Berlin, wo er jetzt sich gerne auch mal wieder darstellt, wird das so werden. Wir haben eine andere Geschichte, die für Robert besonders auch wichtig ist. Und zwar ist das, dass er in diesem Team besonders gerne arbeitet. Eine ganz treue Seele. Der Mann ist seit über 10 Jahren, fast 11 Jahre Mitglied im SES Boxstall, hat dort angefangen zu boxen im Jahr 2001, 2002, hat sich dann wirklich durchgekämpft, durchgeboxt, hat auch andere Risiken nicht gescheut. Also wir haben eben erwähnt, den 22. August vor 3 Jahren, da ist er extra nach Budapest gereist und hat sich da diesen Gürtel, genau den, der Jürgen Hohmann da in der Ecke hält, geholt. Er hat vorher auch schon im Ausland geboxt, jeweils das Risiko gegangen, dort auch um Titelkämpfe zu boxen, bewusst sein, da ist man nicht zu Hause. Und wir wissen, dass dieser Mann, Robert Stieglitz, also auch das Risiko geht. Jetzt lasse ich Sie mal mit der Musik mal wieder alleine und wir hören die Tanzen. Hat weh, oder Dirk?